Jetzt bin ich da und freue mich erstmal ganz besonders hier zu sein. Auch danke für die nette Ankündigung und ich sehe ganz viele bekannte Gesichter und Freunde hier und auch einige neue Gesichter. Und glaube, ich bin heute eingeladen worden, hier so ein bisschen über den Hintergrund zu sprechen, denn mein Spezialthema ist ja nicht die Anwendung im Bereich Sportrehabilitation und ich bin selber sehr erstaunt über diese unglaubliche Entwicklung, die das gemacht hat, dass wir vor vielleicht 15 Jahren begonnen haben mit TimeWeaver. Als wir vor 15 Jahren mit TimeWeaver begonnen haben, haben wir also nicht so viel nachgedacht über Sportverletzungen. Das war noch sehr, sehr weit entfernt. Wir haben uns als ein System verstanden, das ganz im Bereich Information, Bewusstsein arbeitet. Aber wir waren damals schon der Überzeugung, ich auch durch meinen Hintergrund in der Physik, in der Quantenphysik, dass wenn man sich auf dieser Ebene bewegt, Bewusstsein, Information, dass man recht weit reichen kann, auch in die anderen Wirklichkeitsbereiche hinein. Ne? Hinter der Information kommt dann irgendwann die Energie und wenn man noch weiter schreitet, ist man bei der Materie. Nicht? Und durch die Physik, und die hatte ich ja ausgiebig studiert, während meines Studiums, aber auch später, war mir eigentlich diese Äquivalenz dieser verschiedenen Seinsbereiche schon sehr bewusst. Also Information, Energie, Materie. Energie, Materie oder Energiemasse, diese Äquivalenz, die kennen wir alle seit Albert Einstein, also E gleich M mal C Quadrat, kann man heute auf ein T-Shirt tragen, versteht jeder. Also Energie und Masse sind äquivalent. So, das ist beides heute Physik. Also Energie ist nichts Esoterisches, auch wenn man sie erstmal nicht angreifen oder sehen kann. Aber die Auswirkung von Energie kennt jeder. Man kann sie nicht anfassen, aber ich kann Materie anfassen. Und diese Materie ist Energie. Sie hat zum Beispiel eine Wärme, die bewegt sich, sind verschiedene Energieformen. Und diese Energieformen transformieren sich dynamisch ineinander. Also Masse, Materie, Energie, diese Äquivalenz seit Einstein bekannt. Und es war dann die nächste Generation von Physikern, das ist ja immer so, der Mensch hat ja den Vorteil, dass er, also die menschliche Entwicklung profitiert davon, dass wir nicht zu lange leben. Also wir leben so im Schnitt 80, 90 Jahre heutzutage und das ist gut so, weil wenn wir länger leben würden, würden wir den Fortschritt der nächsten Generation definitiv blockieren, egal wie genial wir sind. Albert Einstein war einer der größten genialen Köpfe, die Physik absolut revolutioniert hat. Der Mann hat Dinge gedacht, die vorher nicht gedacht werden konnten. Und schon 10 Jahre später war er der größte Bremser in der Physik. Diese Quantenphysik, für die er sogar den Nobelpreis bekommen hat, für seine Arbeit 1905, das war ihm suspekt, das war wie Spuk. Das hat sein schönes geordnetes Weltbild von Kausalität, von objektiver Realität komplett auf den Kopf gestellt. Überlegt euch das mal. 10 Jahre nach seinen genialen Revolutionen war er jemand, der den Fortschritt der Physik versucht hat, zurückzuschrauben. Er hat gesagt, das kann nicht sein, diese Schlussfolgerung der Quantenphysik. Denn durch die Quantenphysik ist nicht nur die Äquivalenz von Masse und Energie, sondern die Äquivalenz von Energie und Information ins Rampenlicht getreten. Und wenn man das mal transitiv denkt, Masse ist äquivalent zu Energie, Energie ist äquivalent zu Information, dann haben wir die Äquivalenz von Information und Masse. Wie geht denn das? Masse, ja, aber das ist doch, Masse, das ist doch was. Und Information, was ist denn das? Ja gut, so ein Dell-Computer, nee, Lenovo hat Masse. Kann man messen, vielleicht 1,5 Kilo, ein leichtes Notebook. Und da ist Information drauf, aber die wiegt nichts. Und das stimmt eben nicht, die wiegt was. Wir wissen heute, wie viel Information wiegt. Wisst ihr, wie schwer ein Proton ist? Ich habe es jetzt nicht im Kopf, ist nicht viel. Aber ganz viele Protonen zusammen sind ein Stuhl und der wiegt 5 Kilo. Ja? Ein Proton sind 10 hoch 40 Bit Information. Wir wissen heute, 10 hoch 40 Bit Information, das ist viel, das geht auf keine Festplatte. Also wo sind unsere Computerexperten? 10 hoch 40, das ist nicht Giga, das ist nicht Gigabyte, das ist nicht Terra, das ist Terra hoch Terra hoch Terra. 10 hoch 40 Bit, da werden wir nie hinkommen, behaupte ich mal. 10 hoch 40 Bit Information auf die Waage gelegt, wiegt so viel wie ein Proton. Wir wissen heute ungefähr, wie viele Protonen, also Kernteilchen in diesem Universum existieren.
Das sind circa 10 hoch 80. Das heißt, das ganze Universum, das ist ziemlich schwer, könnt ihr euch vorstellen. Also so in Tonnen würde ich sagen, ja, keine Ahnung, aber viel. Man weiß es heute ungefähr. In Information, in Bits ausgedrückt, 10 hoch 120. Wenn der 10 hoch 120 Bits auf die Waage legt, kommt das Gewicht des Universums heraus. Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass ein Bit etwas wiegt, dass Information etwas wiegt. Aber früher konnte man sich auch die Äquivalenz von Energie und Masse nicht vorstellen. Energie, Information. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter, Bewusstsein. Weil Information hat nur Bedeutung, wenn sie Bedeutung hat. Sonst ist es keine Information, sondern nichts. Information hat Bedeutung. Bedeutung für jemanden, für ein Subjekt. Und dieses etwas hat Bedeutung für ein Subjekt, das ist Bewusstsein. Das ist die Definition von Bewusstsein. Das ist die Beziehung des Subjekts zu etwas, was für es Bedeutung hat. Das heißt, wir haben hier eine Kaskade von vier Begriffen. Fängt ganz links an, Bewusstsein, Information. Der Informationsbegriff macht ohne den Bewusstseinsbegriff keinen Sinn. Energie, äquivalent zu Information, die Formel kommt gleich. Ganz rechts im Bundestag sind die, die sich mehr mit der Masse beschäftigen, und ganz links die, die sich mehr mit dem Bewusstsein beschäftigen. Da haben wir das ganze Spektrum dazwischen. Irgendwo in der Mitte ist dann meistens die goldene Mitte die Wahrheit, weil wir brauchen beide Seiten. Wir brauchen das Konservative und wir brauchen das, was immer voranschreitet, immer alles verändern möchte. Das ist Leben. So, das sind diese vier Begriffe, mit denen ich mich immer beschäftigt habe, seit ich mit 16 damals meine Bibel gefunden habe. Das war Aufbau der Physik von Carl Friedrich von Weizsäcker, der große Schüler von Werner Heisenberg, einem der Grundväter der Quantenphysik, der all diese tollen Erfindungen der Quantenphysik mit begleitet hat als junger Student, dann als Assistent von Heisenberg, dann später als Professor für Physik und für Philosophie, der diese Dinge zusammengedacht hat. Und das ganze materielle, naturwissenschaftliche Weltbild, das wir heute haben, auf die Begriffe Bewusstsein und Information zurückgeführt hat. Mein wichtigster Lehrer Burkhard Heim war ja ein Student von Carl Friedrich von Weizsäcker, hat bei ihm das Diplom gemacht. Also das ist mir in die Wiege gelegt. Und deswegen ist es natürlich, ich bin ja 12 Jahre Mönch gewesen. Damals dachte ich, die Materie gibt es gar nicht. Nach 12 Jahren habe ich gemerkt, die gibt es doch. Man hat einen Körper und solche Sachen. Und das Leben bringt einen in die Bereiche hinein, die man nicht so wahrhaben möchte. Das ist ganz normal. So, egal, was wir machen, auch wenn wir uns mit einer schnöden Sportverletzung beschäftigen, müssen wir verstehen, wir haben es mit einem Wesen zu tun. Das ist nicht nur Gelenk und Sehnen und Muskeln, sondern energetische Prozesse im Körper bis auf die Ebene der feinsten elektromagnetischen Energiefelder in unserem Körper, die Biophotonen. Dahinter steht Information, die letztlich in einem Feld jeder Zelle zeigt, was sie zu tun hat, auch bei Heilungsprozessen. Und dahinter ist das bewusste Objekt, das leidet unter dem Schmerz, das seine Ambition hat. Ich möchte beim nächsten Super Bowl wieder auf dem Spielfeld treten. Ich möchte die Olympiade gewinnen oder einfach nur im nächsten Kreisligaspiel wieder mit meinen Freunden zusammen hinterm Ball herkicken. Das ist eine Einheit. Und sobald wir das zerlegen, haben wir ein Problem. Und unsere Zeit heute hat einen riesen Fortschritt gemacht, naturwissenschaftlich, auch von der Technik, von den Anwendungen, aber es ist viel auf der Strecke geblieben. Und die Zeichen der Zeit ist heute, das wieder zusammenzuführen. Sonst werden wir, und da bin ich überzeugt, als Menschheit gar nicht überlegen. Es gibt große geniale Warner, wie zum Beispiel Stephen Hawking, der ist vor kurzem verstorben, hat ja ein Buch hinterlassen, sein Vermächtnis, immer so lustige Titel, kurze Antworten auf große Fragen heißt. Das lohnt sich, das mal zu lesen. Das ist postmortem veröffentlicht worden, kurz vor seinem Tod geschrieben. Er hat ja mal gesagt, wir Menschen haben noch 1000 Jahre Zeit, um uns einen neuen Planeten zu suchen, so wie wir uns hier verhalten. Er hat das zum Schluss auf 80 Jahre korrigiert. Er sagte, die Dinosaurier hatten 100 Millionen Jahre Zeit. Die hatten 100 Millionen Jahre Zeit zwischen zwei gewaltigen Kometeneinschlägen. Und die haben diese 100 Millionen Jahre nicht genutzt,
um entweder sich einen neuen Planeten zu suchen oder was gegen den Kometeneinschlag sich zu überlegen. Und das Ergebnis wissen wir. Wir als Menschen haben jetzt schon 60 Millionen Jahre Zeit ohne Kometeneinschlag. Also ohne einen richtig großen, der das gesamte Leben auf dem Planeten mal wieder auf 1 bis 10 Zeller reduziert. Also wir haben eine große Aufgabe. Und diese große Aufgabe können wir meiner Meinung nach nur dann erfüllen, wenn wir diese Integration schaffen, dieser Bereiche. Unser wissenschaftliches Wissen, unser materieller Fortschritt alleine führt uns in eine Einseitigkeit, mit der wir diesen Planeten leider zerstören. Wir brauchen mehr Einsicht. Und die kommt meistens nicht aus dem grobstofflichen Materiellen, sondern tief aus dem Inneren des Bewusstseins. Ich habe selten PowerPoint-Präsentationen. Einer der letzten, die ich gemacht habe, war für einen Kongress in der Nähe von Peking am 28. Oktober 2018. Ist die einzige, die ich heute gefunden habe, so schnell. Dann habe ich noch einen USB-Stick gefunden in meiner Reisetasche und deswegen habe ich die heute hier. Wahrscheinlich werde ich eh nicht dazu kommen, weil die Zeit sehr kurz ist. Und ich habe dann eine Folie hinzugefügt heute Morgen, die ich auch witzigerweise gefunden habe auf meiner Festplatte. Und mit der möchte ich dann heute auch beginnen. Die war also in Peking nicht dabei, deswegen ist sie auch in Deutsch. Der Rest ist auf Englisch und Chinesisch. Und zwar habe ich mich vor einiger Zeit mal hingesetzt, weil bei uns aus dem Vertrieb, teilweise auch aus der Timeweaver Sport, kam immer wieder diese Frage, wie erklärt man den Leuten eigentlich, wie Frequenzen funktionieren? Ja, und da, wir hatten damals einen neuen Vertriebsleiter, der sagte, wir müssen das mit diesem Modell, Rezeptor und wie ein Schloss und Auto und so weiter, und das verstehen die Leute. Und habe ich gesagt, jetzt halt mal. Frequenzen, die Wirkung von Frequenzen kann man auf unterschiedliche Art und Weise erklären. Da gibt es bestimmt 12, habe ich damals gesagt, unterschiedliche Erklärungsmodelle. Und die unterscheiden sich erstens in ihrem wissenschaftlichen Standing, also wie gut ist es wissenschaftlich belegt, und zweitens, wie gut kann man das verstehen. Also wenn ich mit einer sehr wissenschaftlichen Theorie komme und das erzähle, können die meisten das nicht unbedingt nachvollziehen. Also wir haben so... Wenn wir erklären wollen, wie das, was wir machen, funktioniert, dieses Problem, es muss einfach sein und gleichzeitig fundiert und wissenschaftlich. Und da habe ich einfach mal, das hat ungefähr 10 Minuten gedauert, die mir bekannten 12 wichtigsten Erklärungsmodelle für die Wirksamkeit von Frequenztherapie zusammengestellt. Möchte ich kurz drüber sprechen. Und bewertet. Ich hatte damals schon gewaltige Erfahrung mit Frequenzen. Wir sind ja ungefähr seit 13 Jahren ist Timeweaver als Informationsfeldsystem aktiv. Vor circa 8-9 Jahren habe ich Nuno Nina kennengelernt. Wir haben schon vorher mit Frequenzen gearbeitet. Und seit circa 7-8 Jahren haben wir ein Medizinprodukt, den Timeweaver Frequency, der Frequenzen ganz spezifisch einsetzt zur Behandlung von Krankheiten. Als Medizinprodukt zugelassen. Und wir waren überrascht über die Wirkung. 2014 habe ich Carolyn McMakin hier in Frankfurt persönlich kennengelernt. Ihre Arbeiten kannte ich schon 5-6 Jahre vorher. Die sind teilweise sogar in unsere klinische Bewertung eingeflossen, ihre Studien zu Zytokinen und so weiter. Und wir hatten ja auch schon damals ein Zweikanalsystem für ihre Protokolle entwickelt. Und die Begegnung 2014 hier im Marriott in Frankfurt war eine ganz tolle Begegnung. Und seitdem arbeiten wir eng zusammen und haben in diesen 5 Jahren es wirklich geschafft, glaube ich, ihr ganzes Know-how in unser System zu integrieren. Das war schon da. Das war wie ein Computer, auf dem man eine Software aufspielen musste. Das Betriebssystem, das war alles schon da. Also wir hatten eigentlich, würde man sagen, durch die Fügung des Schicksals ein System entwickelt, das schon in der Lage war, dieses Wissen und diese Erfahrung von Carolyn McMakin aufzunehmen. So, das ist aus meiner Sicht eine wunderbare Geschichte, aber meine Zeit wird gleich um sein. Jetzt möchte ich auch zu dieser Slide kommen. Und vieles davon ist euch bekannt. Wie häufig haben wir den Leuten erzählt, dass wir mit Mikrostrom die ATP-Produktion bis zu 500% steigern können? Kennt ihr wahrscheinlich alle aus den Prospekten, und da gibt es irgendwo eine Studie dazu. Die ist nicht an Menschen durchgeführt worden, sondern an, ich glaube, Mäuse waren es, aber die haben ähnliche Zellen. Man geht davon aus, das ist übertragbar. Da gibt es nicht viel dazu. Es gibt einige ergänzende Studien. Also diese Idee, dass wir mit Mikrostrom, das ist erstmal noch nicht frequenzspezifisch, auf die Energieproduktion der Zellen einwirken. Das ist wissenschaftlich recht gut fundiert. Und das kann man sich auch irgendwie vorstellen, weil die gesamte Energieproduktion der Zelle sehr viele elektrische Aspekte hat.
Also das ist wichtig. Da haben Elektronen spielen dabei eine wichtige Rolle. Und wir wissen, dass die sogenannten freien Radikale, wenn die an den Mitochondrien dort ansetzen und an bestimmten anderen Zellorganellen und dort zu viele freie Radikale unterwegs sind, dass genau diese Prozesse, die dann zur Energieproduktion in der Zelle, zur ATP-Produktion führen, gestört werden bis zu blockiert werden. Also wir haben die Steigerung der ATP-Produktion, die ist erstmal gar nicht so von der Frequenz abhängig, sondern eher vom Strom. Also ohne Frequenz geht es nicht gut. Der muss schon alternieren, der muss schon die Polarität wechseln, aber ob das jetzt 3 Hertz sind oder 30 Hertz oder 130 Hertz, ist da erstmal nicht absolut entscheidend. Es gibt dort auch sogenannte Resonanzen, bei denen es besonders gut funktioniert. Die sind aber ganz schwer zu finden. Es gibt sogar Studien dazu. Also das mit der ATP-Produktion, das ist in Experimenten ganz gut nachgewiesen und auch die theoretischen Modelle dahinter sind gut. Deswegen habe ich das auf einer Skala von 1 bis 5 mal mit 4 bewertet vom wissenschaftlichen Standing. Ne, damit können wir uns sehen lassen. Das mit den Antioxidantien hängt eng damit zusammen. Wisst ihr, was ein freies Radikal ist? Bitte? Naja, das sind die freien Radikale sind erstmal Moleküle oder Atome, Ionen, denen ein Elektron fehlt und die durstig sind nach Elektronen. Und die sind so unterwegs in der Matrix und, oder in den Zellen und wollen irgendwo ein Elektron wegschnappen. Und das ist gefährlich. Nicht? Und jetzt gibt es die Antioxidantien, das sind Moleküle, die in der Lage sind, ein freies Radikal zu neutralisieren. Und jetzt kommt der Nebensatz, ohne selber dadurch zu einem freien Radikal zu werden. Nutzt uns nichts. Ja? Wenn ich sage, da kommt ein freies Radikal, jetzt gebe ich dem mal ein Elektron und jetzt fehlt mir selber eins, jetzt bin ich das freie Radikal. Ne? Das ist so, wenn ihr jemanden trefft, der ist pleite, ihr habt 10 Euro in der Tasche, gebt ihm den, dann seid ihr pleite. Also die Anzahl der Leute, die pleite sind und dann irgendwo nach Geld suchen, ist identisch geblieben. Das nutzt also nichts. Antioxidantien, da sagen wir, ja, der Mikrostrom an sich ist ein fantastisches Antioxidant, weil das sind freie Elektronen, die können sozusagen freie Radikale neutralisieren, ohne dass da irgendwo ein Defizit entsteht. Deswegen das mit den Antioxidantien, da gibt es ein bisschen mehr Lücken. Wissenschaftliches Standing von 3 ist ein sinnvolles Modell, ist auch mehrfach publiziert, kann man einiges zu sagen. Worauf wir uns sehr stark konzentriert haben in unserer Arbeit mit Nunu-Nina, ist das Zellspannungsmodell. Norderstrom, Becker, entwickelt von wirklich Wissenschaftlern mit einem starken Standing, die auf experimentelle Weise dazu gekommen sind, zu dem ganzen Körper in seiner Dynamik, mit seinen Organen und Gelenken und seinen Blutgefäßen und Lymphe und so weiter, als ein elektrisches Phänomen zu verstehen. Wo Ladungskonzentrationen sind, Ionenkonzentrationen, wo elektrische Felder sind, wo Spannungen aufgebaut werden. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, als wenn ich es mit Knochen und Kollagen und mit Blutgefäßen zu tun habe. Auf der Ebene ist es sehr viel einfacher. So, und die Zelle selber ist eben ein kleines elektrisches Kraftwerk, hat eine Polarisierung, sowohl von links nach rechts, aber auch von innen nach außen. Und dieses Potenzial von innen nach außen, das Zellmembranpotenzial, das muss eben einen gewissen Betrag haben, damit die Zelle überhaupt funktionieren kann, vor allem der Ionentransport von innen nach außen. Sonst geht das baden. Da haben wir auch die Ionenkanäle, die sind mehrfach untersucht, da gab es Nobelpreise dafür, die kann man biochemisch triggern. Die kann man, und das weiß man heute, aber auch elektrisch triggern. Es gibt eine sehr schöne Dissertation von Jeffrey Mannheimer, die ist schon ein paar Jahre alt. Der hat mit MRT gearbeitet und Untersuchungen von Phosphor-Ionenkonzentrationen intra- und extrazellulär und hat festgestellt, dass ich mit Frequenzen im niedrigen Bereich zwischen 0,3 und 130 Hertz den pH-Wert zwischen Innen- und Außenzelle verschieben kann. Und dadurch baut sich natürlich, wenn ich das richtig mache, das Zellmembranpotenzial auf. Weil wenn ich pH-Wert verschiebe, verschiebe ich Ladungskonzentration. Und pH-Wert ist nichts anderes als Ladungskonzentration. Wenn jemand sagt, du bist ja sauer, also ein Saurer in deinem Körper ist sauer, heißt, da fehlen Elektronen. Also Ladungskonzentration. Und das kann ich, und das ist sehr, sehr spannend, das ist das Modell, das Jeffrey Mannheimer aufstellt, über Resonanzfrequenzen der Ionenkanäle. Irgendwo zwischen 0,3 und 130 Hertz. Er konnte sie aber nicht festmachen, die haben sich ständig verändert. Dafür war die Studie nicht groß. Aber wir wissen heute, diese Ionenkanäle haben kleine Nanomotoren, die schieben die Ionen durch und die haben Resonanzfrequenzen. Wenn wir die treffen,
dann wird das ganze System dynamischer und es passiert mehr und wir können das Zellmembranpotenzial wieder aufbauen. Also mit den Ionenkanälen, da habe ich eine 4 gegeben zwischen 1 und bis 1 und 5, das ist auch sehr gut bestätigt. Dazwischen Mikrozirkulation, ja, ist klar, im Blut sind ganz viele Ionen und wenn ich da pulsierende Magnetfelder oder pulsierenden Strom, wie beim Mikrostrom habe, bringe ich da Bewegung hinein und die Mikrozirkulation wird gesteigert. Das ist ein Effekt, der alles betrifft. Heilungsprozesse, wenn der mehr zirkuliert, mehr Blut strömt, ist immer gut. Ja? Also das ist ganz unspezifisch und unterstützt alles. Ihr merkt schon, also was Mikrostrom alles anrichten kann im Körper. Dann habe ich gerade in den letzten anderthalb Jahren 3 bedeutende Stammzellenforscher kennengelernt. Den Professor Bader, den Professor Ventura aus Bologna, wo ich jetzt am Sonntag bin, die der Überzeugung sind, Stammzellenforschung, ja, ganz großes Thema, dass man degenerierte Stammzellen regenerieren kann durch den Einsatz von Frequenzen im Mikrostrombereich. 2 sehr maßgebliche Forscher, die beide im biochemischen Bereich forschen und publizieren. Der eine stellt biochemische Komponenten zur Stammzellenregeneration her, gerade im Bereich der Neuropathie, also bei Querschnittlähmung und so weiter, um das zu regenerieren. Und der sagte zu mir, Herr Schmieke, wenn wir unser Wissen zusammentun, mein biochemisches und Ihre Frequenzen, dann können wir einen Synergieeffekt erreichen, der mehr ist als der doppelte Einzeleffekt. Ja, also wir versuchen das zusammenzubringen. Da sehe ich auch eine 4, wenn solche namhaften Wissenschaftler sagen, da gibt es auch Studien in vitro, die gezeigt haben, ich kann Stammzellen, völlig undifferenzierte Stammzellen, durch die geeigneten Frequenzen im Reagenzglas dazu bringen, ein Herz zu bilden, das anfängt zu schlagen. Ich habe die Aufnahmen gesehen. Durch Frequenzen im Bereich 50 Hertz, ungefähr im Bereich 50 Hertz. Man muss Resonanzfrequenzen treffen, dann fangen plötzlich Stammzellen an, sich zu differenzieren und kleine Organe zu bilden. Also unglaublich, was da möglich ist, die Forschung dazu ist ganz am Anfang. Ich glaube, wir sind schon recht weit. Die Epigenetik natürlich. Wir wissen, dass mehr Informationen im genetischen, also in unserer DNA, auf der epigenetischen Ebene als auf der genetischen Ebene vorhanden ist. Das heißt, in der Biochemie ist ein sehr hohes Maß an Informationen gespeichert. Aber die Felder, die stehenden Wellen, sowohl im elektromagnetischen Bereich als auch im akustischen Bereich, die auf der DNA sich befinden, und wir kennen die Resonanzen heute, ja, die speichern mehr Information und führen vor allem zur Zellkommunikation. Und wenn wir dort mit Resonanzen arbeiten, können wir natürlich auf einer ganz, ganz tiefen Ebene sehr viel erreichen. Weniger erforscht, ich habe da nur eine 3 gegeben bisher, da müsste sehr viel mehr Arbeit geleistet werden. Ich gehe da mal schneller durch. Kollagenresonanzen, da schreibt Carol McMake in ihrem Buch darüber, auch Zytokinresonanzen, ganz berühmt die Parasitenresonanzen, das ist ein Mythos natürlich. Hulda Clark, Raymond Rife, die über Jahrzehnte mit Frequenzen gearbeitet haben, da kursieren die Ideen, dass man Parasiten töten kann mit Frequenzen, dass jeder Parasit seine Frequenz hat. So einfach ist das nicht. Es gibt da Beobachtungen dazu, es gibt nicht wirklich gute Studien. Ich würde sagen, das ist ein Mythos, dass man Parasiten einfach mal töten kann, bestimmten Frequenzen. Aber unter Umständen können wir das Milieu so verändern im Körper, dass ein Parasit keine Chance mehr hat. Das Erklärungsmodell greift viel zu kurz. Deswegen habe ich nur eine 2 gegeben, weil die Effekte kann man tatsächlich auch experimentell beobachten. Rezeptorenaktivierung. Carolyn McMakin schreibt in ihrem sehr schönen Buch über Schmerztherapie ja einen kleinen Abschnitt darüber. Das ist eher ein Ad-hoc-Modell, das wissenschaftlich nicht nachgewiesen ist. Deswegen habe ich hier nur eine 1 gegeben. Es wäre ein Hinweis, dem man folgen könnte. Und jetzt kommt natürlich mein Lieblingsfeld, die Nummer 12, die sogenannten Quantenresonanzen. Das sind ganz aktuelle Forschungen. Eine japanische Gruppe, die daran in Tokio arbeitet, aber auch mittlerweile in anderen Universitäten, die haben sich mal die Zellen angeschaut und haben eben gesehen, dass innerhalb der Zelle Quantenfelder aufgebaut werden, zum Beispiel innerhalb der Mikrotubuli. Das sind so feine Proteinröhren, in denen ein abgeschirmter Raum sich befindet. Das ist das Skelett unserer Zellen. Und wenn sich Zellen verbinden, entsteht dort ein Mikrotubuli-Skelett, das über große makroskopische Bereiche sich ausdehnt. Und innerhalb dieser abgeschirmten Röhren
entstehen feinste elektromagnetische Quantenfelder. Und diese Quantenfelder bilden eine Art Quantencomputer, der mit einer Taktfrequenz von ca. 10 MHz arbeitet. Da sagt heute jeder Computerexperte, das ist aber sehr altmodisch. Überlegt euch mal einen Computer, der mit 10 MHz Taktfrequenz arbeitet. Da wird kein Windows 5 mehr drauflaufen, wenn es sowas gibt. Ja? Aber unsere Zellen arbeiten damit, das ist nämlich ein Quantencomputer. Und ein Quantencomputer hat natürlich eine ganz andere Komplexität als so ein klassisches. Also wir wissen heute, im Inneren unserer Zellen gibt es Hohlräume mit extrem niedriger Energiedichte der Felder, sodass diese Felder nicht mehr Energie, nicht mehr Materie, nicht mehr Energie, sondern in den Bereich Information gehen. Da ist so gut wie keine Energie mehr. Das heißt, die Information steht in den Vordergrund und deswegen koppeln genau diese Felder an das Bewusstsein ab. Roger Penrose und Stuart Hameroff, die beiden haben sich zusammengetan und haben daraus vor circa 30 Jahren ein quantenphysikalisches, biochemisches, neurophysiologisches Bewusstseinsmodell entwickelt, haben damals vor 25 Jahren aufgestellt, was sich alles experimentell bestätigen müsste, damit dieses Modell bestätigt ist, heute fast alles bestätigt, immer noch umstritten. Aber diese Quantenfelder, die sich dort aufbauen, in den Quantencomputern unserer Zellen, vor allem im zentralen Nervensystem, koppeln an das Bewusstsein an oder erzeugen das Bewusstsein. Und die haben Resonanzen. Diese Resonanzen kennen wir heute. Die liegen im höheren Bereich, also nicht die Make-Making-Frequenzen, sondern da sind wir doch. Es gibt auch zwischen 1 und 1000 Hertz Resonanzen dieses Quantensystems, aber ganz starke Häufung im Bereich 10 Megahertz, es geht noch höher. Ich habe mich eine Zeit damit beschäftigt. Das steht von der Forschung ganz am Anfang. Deswegen nur eine 3, das wird natürlich immer mehr. Aber wir haben hier ein unglaubliches Spektrum von Erklärungsmöglichkeiten, wie Frequenzen funktionieren. Denn ich bin nicht heute hergekommen, um euch das zu erzählen. Das ist nur die Einleitung. Nämlich die Einleitung, dass wir eigentlich ein ganz gutes wissenschaftliches Fundament haben für das, was wir machen. Wir haben ja also 12 Karten im Ärmel, die wir ziehen können. Und je nachdem, wen wir vor uns haben, müssen wir auf einer bestimmten Ebene argumentieren. Aber das wusste ich schon alles. Und dann habe ich selber ja diese Erfahrung auch erst damals vor 8 Jahren mit den Nunu-Nina-Frequenzen gemacht und jetzt gerade innerhalb der letzten 1,5 Jahren auch am eigenen Leibe mit den Make-Making-Frequenzen gemacht. Ich brauche euch hier keine Testimonials zu geben, die kennt ihr alle aus dem Sportbereich, teilweise aus eurer eigenen Praxis, aber ich habe es ja am eigenen Leib erlebt. Zum Beispiel mit meinem Knöchel, das ist jetzt ein Jahr her, über ein Jahr, da habe ich umgeknickt und ist nicht mehr geheilt für ein halbes Jahr. Halbes Jahr, Schwellung, tat weh, konnte nicht richtig laufen, ich konnte machen, was ich wollte. Und dann kam Dr. McMakin und kurze Therapie. Dreiviertelstunde an meinem Fuß oder eine Stunde rumgedoktert, hat sich nichts getan. Weil ihre Vermutung, was die Ursache ist, Entzündung, dies und jenes, 40 Hertz, ihr kennt das alles, nichts. Und plötzlich, ich habe noch eine Idee. Und die Frequenzkombination, ich weiß nicht, welches war, es war Torn und Broken und Ligaments. Ihr kennt die Frequenzen. Innerhalb von 10 Minuten war der Fuß abgeschwollen. Ich würde mal sagen, wenn es vorher 100% war, war es dann 50%. Also so eine Erfahrung, wo du denkst, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das Gleiche habe ich dann auch erlebt. Etwas später kam eine Dame zu mir, die seit 2 Jahren unten am Fuß Schmerzen hat. Es wurde immer mehr. 5 Ärzte haben nichts gefunden und alles psychosomatisch, keine Ahnung. Die konnte ihren Beruf nicht mehr ausüben, weil sie als Köchin ständig stehen musste. Und bei uns in der Praxis auch 2 Stunden, alles durchgegangen, nichts passiert. Und plötzlich kam die Idee, da hätten wir auch gleich drauf kommen können, Nerven mit Entzündung. Also 40 und 396 Hertz wurde angewandt, innerhalb von 10 Minuten war der Schmerz weg. Dreiviertel Jahr oder noch länger her, ist nie wiedergekommen. Und diese Effekte kennt ihr alle aus eurer Praxis, wenn ihr mit FSM arbeitet. Und ich würde mal sagen, wir müssten hier schon alles zusammennehmen und wüssten immer noch nicht, wie das funktioniert. Wie dieser spezifische Effekt zu erklären. Ich bin für mich persönlich zu einer Schlussfolgerung gekommen, das ist eine 13. wie immer.
Möglichkeit, ein Erklärungsmodell gibt, was hier dazu gehört. Und das ist die Quantenverschränkung. Die Quantenverschränkung, das Modell der Quantenverschränkung, fasst uns als Menschen als ein ganzheitliches System aus Bewusstsein, Information, Energie und Materie. Und dieses System habe ich für mich einmal entwickelt und möchte euch das mal kurz vorstellen. Normalerweise geht das nicht in 15 Minuten. Deswegen mögt ihr mir hier die Schritte mit 7 Meilenstiefeln verzeihen. Es beginnt mit der grundlegenden Komplementarität, die wir in dieser Welt haben, Energie und Information. Und weil ich diesen Vortrag in China gehalten habe, damals in der Nähe von Beijing auf einem Health Summit, habe ich die schon mal gleich in den klassischen taoistischen Farben des Yin und Yang gezeichnet. Die Chinesen haben ja dieses Verständnis, dass die Wirklichkeit ein Wechselspiel zweier Polaritäten ist. Die eine ist schwarz, das ist der weibliche Aspekt, der tragende Aspekt, der mütterliche. Das ist alles das, was auf der Nordseite des Berges wächst. Und der andere ist weiß, das ist der helle, lichte Aspekt, der ist eher männlich, der ist geistig, der ist Bewegung. Während der andere Substanz und Nahrung ist, das ist alles, was auf der Sonnenseite, also auf der Südseite des Berges wächst. Das ist eigentlich die Grunddefinition von Yin und Yang, kann man leicht sich überlegen. Das ist jetzt hier aber rausgeholt aus diesem alten taoistischen Konzept, sondern Physik. Habe ich schon dargestellt, Energie ist interessanterweise der Masse-Äquivalent und Information ist äquivalent zur Energie. Das sind zwei Formeln, mit denen man das quantifizieren kann. Die eine ist durch Einstein berühmt geworden, die andere, an der hat Carl Friedrich von Weizsäcker und dann Thomas Görlitz gearbeitet, auch publiziert. Das ist die grundlegende Polarität oder ich würde sagen Komplementarität, mit der wir es zu tun haben. Der Komplementaritätsbegriff ist einer der wichtigsten Begriffe der modernen Physik. Eine Komplementarität ist nämlich das Gegenteil eines Gegenteils. Wir denken häufig in Gegensätzen. Und Gegensätze schließen einander aus. Also zum Beispiel, dieses Jackett ist rot. Stimmt, ja? Dieses Jackett ist nicht rot. Stimmt das auch? Nein, darf auch nicht. Denn das ist der Satz vom verbotenen Widerspruch von Aristoteles. Und dann kommt noch Tertium non datur. Das Tertium non datur von Aristoteles, also eine dritte Möglichkeit gibt es nicht, sagt, dass dieses Jackett ist rot oder dieses Jackett ist nicht rot. Die Aussage ist immer richtig. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Es ist entweder rot oder nicht rot. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Und die moderne Quantenphysik sagt, nein, leider nicht, das ist nicht die Frage, sondern die Welt besteht gar nicht aus Gegensätzen, das war die klassische Physik oder wie man heute Politik macht oder so, sondern die Welt besteht aus Komplementaritäten. Das heißt, das sind vermeintliche Gegensätze, die immer zusammengedacht werden müssen, um das System widerspruchsfrei beschreiben zu können. Die ganze Gegensatzthematik ist klassische Physik, 19. Jahrhundert. Niels Bohr hat sich das von William James aus der Psychologie ausgeliehen, dieses Konzept, Komplementaritätsprinzip, das ist so. Die Welt besteht nicht aus Gegensätzen, sondern auseinander ergänzenden Komplementaritäten. Wenn wir das verstanden haben, überleben wir als Menschheit. Deswegen halte ich das für sehr wichtig in unserem Bewusstsein. Und es gibt eben nicht nur einen solchen komplementären Dipol, sondern einen zweiten. Das ist der objektive, das ist die Welt da draußen. Information ist da draußen. Ja, wenn sich das Bewusstsein im Äußeren abbildet, wird es Information. Wenn es sich verdichtet, wird es Energie. Senkrecht dazu haben wir die zweite Polarität unseres inneren subjektiven Raumes, der Psyche. Und seit Sigmund Freud und dann C.G. Jung wissen wir, dass es nicht nur eine bewusste, sondern auch eine unbewusste Psyche gibt. Und das sind komplementäre Begriffe. Wenn wir zwischen bewusst und unbewusst, zwischen unserem Ich und unserem Schatten einen Gegensatz aufbauen, dann werden wir fanatische Religionsanhänger, fanatische Ideologieanhänger, ja, und projizieren den ganzen Schatten nach außen und kämpfen dagegen. Das ist unsere Welt. Dann bauen wir Mauern gegen die, die anders aussehen, gegen die, die uns bedrohen, gegen die, die uns alles wegnehmen wollen und kämpfen unser ganzes Leben gegen uns selber. Das große Problem, mit dem wir es zu tun haben. Die Spaltung zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten, zwischen dem Ich und dem Schatten, Conscious, Unconscious, gleiche Problem wie hier. Wir haben hier zwei Komplementaritäten und jetzt kommt's, die zueinander komplementär sind.
Das heißt, diese beiden Achsen bilden jetzt keinen Gegensatz, nämlich die Psyche und die Materie, sondern sind wieder eins, das nur in dieser Polarität gedacht werden kann. Dahinter steht die eine Wirklichkeit und die ist hier. Seht ihr diesen Punkt in der Mitte? Dieser Punkt. Und seht ihr, was dieser Punkt macht? Bitte? Der wackelt. Ja? Das ist so. Das ist eine Schwingung. Nein, das ist die Frequenz. Wenn dieser Punkt nicht wackeln würde, wenn der nicht schwingen würde, wenn der keine Frequenz in beide Richtungen hätten, dann wäre diese Welt das, was sie war vom Urknall. Oder bevor der liebe Gott gesagt hat, Fiat Lux. Ich könnte jetzt hier in die Tiefe gehen und möchte ich gar nicht machen. Ich habe auch hier Formeln, die kommen natürlich aus der Quantenphysik. Hier habe ich die aktuellen Zustände der kollabierten Wellenfunktion. Hier habe ich die Superposition von Quantenzuständen und so weiter. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, und das kommt von Wolfgang Pauli, Physik-Nobelpreisträger, einer der großen Väter der Quantenphysik, einer der bedeutendsten Physiker des letzten Jahrhunderts, der hat gesagt, diese Polarität zwischen dem aktuellen Bewusstsein und dem potenziellen Unbewusstsein, das ist die Spannung, in der der Mensch lebt. Und diese Spannung, wie jede Spannung, hat eine Energie. Und diese Energie ist messbar in Form der Frequenz. Aus dem Artikel, den Wolfgang Pauli geschrieben hat, der heißt Background Physics. Und er wollte nicht, dass dieser Artikel Zeit seines Lebens veröffentlicht wird. Der lag in seiner Schublade. Nachdem er gestorben war, hat man den gefunden mit dieser Notiz. Er hatte Angst um seine Reputation. Er sagte diese, und er kannte beide Polaritäten. C.G. Jung und Wolfgang Pauli haben sich 20 Jahre zu diesem Thema unterhalten. Es ist nie wirklich publiziert worden, nur in Briefwechseln. Er wusste um diese Spannung in jedem System, im Menschen, in jedem physikalischen System. Diese Spannung hat eine Energie und die Energie ist messbar, quantifizierbar als Frequenz. Und deswegen, das wissen wir heute, das ist eine Formel von Max Planck, dem zweiten großen Vater der Quantenphysik neben Albert Einstein, dass die Frequenz äquivalent ist der Energie, wenn man sie durch das Planck'sche Wirkungsquantum teilt. Planck hat ad hoc dieses Wirkungsquantum, das später Planck'sches Wirkungsquantum genannt wurde, eingeführt, um die Äquivalenz von Energie und Frequenz zu quantifizieren. Das heißt, wir haben auf dieser Achse eine Frequenz, die diesem Energie Potenzial entspricht und wir haben auf der zweiten Achse ebenfalls eine Frequenz 2, die diesem Energie, diesem Potenzial, dieser Energiedifferenz entspricht. Das heißt, das gesamte System, das die Wirklichkeit und den Menschen aus meiner Sicht so vollständig abbildet, wie wir es heute eben tun können, ist gekennzeichnet durch zwei Frequenzen. Durch eine Frequenz, die der Substanz entspricht und eine zweite Frequenz, der Dynamik entspricht. Zwei Frequenzen zur Substanz und zur Dynamik, zur Struktur und zum Prozess, zur Materie und zum Bewusstsein. Und ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. Ihr kennt von Carol McMacMacMacon im Englischen Issue und Tissue. Das ist eine Komplementarität. Welches Tissue ist betroffen? Also welches Gewebe, welche Substanz? Und was? What's the issue? Worum geht's? Was ist da los? Was ist da falsch? Was ist das für ein Prozess? Ist es eine Entzündung? Ist es eine Infektion? Ist es ein mechanisches Problem? Ist es eine... und so weiter. Das heißt, wir haben hier eine durch ein Frequenzpaar gekennzeichnete Komplementarität, die die Resonanzfrequenzen dieses Systems darstellt. Das ist wie ein... Ich habe das Bild hier mal als Atomkern genommen, von der Symbolik sehr schön, positiv geladen, zum Beispiel doppelt positiv geladen wie ein Heliumatom, aus dem unsere Sonne besteht. Da hätte Karl Friedrich von Weizsäcker eigentlich einen Nobelpreis für kriegen müssen, der von Bethe-Weizsäcker-Zyklus. Mit zwei Elektronen in den Elektronenschalen, in der ersten Elektronenschale. Und diese Elektronen haben eben Energieniveaus und um sie auf ein höheres Niveau zu bringen, bräuchte man eben zwei Resonanzfrequenzen. Das ist nur eine Analogie aus der Atomphysik, dass man, wenn man die beiden richtigen Frequenzen kennt, kann man das Atom in einen anderen Zustand versetzen, in einen angeregten Zustand. Das ist Grundlage der Atomphysik. Das ist eine Analogie und wir sehen es hier, diese beiden Frequenzen, die das System kennzeichnen, die eine Frequenz für die Polarität conscious-unconscious, die andere für Energy and Information.
unten hier, das ist die Yin-Frequenz, Substanz und Struktur und oben Funktion und Form. Du kannst auch sagen, hier der Körper, hier die Psyche, hier Yin und Yang, oder runtergebrochen in den Körper haben wir hier Tissue und Issue, und im nächsten Slide das nochmal hier wiederholt. Beispiele, die wir anderen alle kennen. Ihr erinnert das Beispiel mit dem Fuß, Inflammation 40 Hertz, Nerven 396 Hertz oder Sekretion der Wirbelsäule oder Spannung in den Emotionen. Immer das gleiche Prinzip. Und wenn wir da die richtige Frequenzkombination treffen, passiert eigentlich in 0, nichts. Das, was wir in der Physik einen Quantensprung nennen. Das heißt, das ganze System bewegt sich in einen anderen Eigenzug. Aber nur dann, wenn wir, wie bei diesem Atom, genau die Differenz der beiden Energieniveaus finden. Also deswegen halte ich letztlich auf der tiefsten Ebene die Wirkung von frequenzspezifischen Mikrostrom. Natürlich, die anderen 12 Erklärungsmodelle stimmen alle. Ja, da ATP, alles okay. Aber die Effekte, die wir tagtäglich beobachten, lassen sich meiner Meinung nach dadurch nicht erklären. Wir müssen den Menschen als ein Quantensystem mit Resonanzfrequenzpaaren verstehen. Und dann erschließt sich das Ganze noch auf einer tieferen Ebene. Und damit möchte ich auch enden. Vielen herzlichen Dank.